So, da sind wir direkt wieder zurück hier bei einer Folge Vampire und während der Aufnahme habe ich mal Aufnahmepause, habe ich mal kurz dieses Fläschchen hier von der Tussi da angeguckt, die wir da bekommen haben, dieses Wunderheilding. Und oh Wunder, ist es ein Betrug, kam da raus, stand da. Darauf können wir sie ja mal ansprechen, dass sie eine Betrügerin ist. Mal gucken, was sie dazu sagt. Das geht ja gar nicht, dass hier auf offener Straße betrogen wird. Je nach Gesundheitszustand im Bezirk verlangen die Händler mehr oder weniger. Ah, okay. So. Oh. Hier ist Blut. Diesen Ratten. Erstmal eine Ratte zum Snacken. Hätte ich gar nicht gebraucht. Nein. Guck mal, die haben Angst vor mir, glaube ich. Komm mal hier, Rädchen. Okay, gehe ich erstmal zu ihr. Und dann gehe ich mal da zu dem Hauptding. Ach, hier ist der Unterschlupf, der mir angezeigt wird mit dem Blut. Ah, okay. Cool. Geht's dir gut? Ich glaube, dir geht's nicht mehr gut. Ich möchte zumindest nicht mit uns reden. Der hat Migräne. Gegen Migräne haben wir noch nichts. Aber wir können mal, glaube ich, eben einmal ansprechen. Wir haben, glaube ich, ein Detail durch den. Good evening, Ben. Den Jungen da bekommen, glaube ich. Erzählen Sie mir vom Krieg. What is it, Benjamin? It was the war, wasn't it? Your nerves are shot, aren't they? I need some answers, Private. From one soldier to another. The doctors called me a liar. A coward. Put me in a straitjacket, locked me up. Finally, they sent me back to the front lines with a handful of tablets. Das sind barbarische Methoden. It's a pity that doctors still practice such barbaric methods. It's a dishonor. Now only the pills stop me thinking about this shit. To not hear the explosions. I'm even scared of the dark these days. Alles klar, neuer Hinweis. Seit er von der Front zurückkam, war Benjamin auf seine Medizin angewiesen. Er ist ein Kriegsveteran. Da erschöpft, Migräne. Und den Typ haben wir noch nicht gesehen, aber da blinkt auch irgendwas rum. Whatever. I swear I didn't want to hit him. It's just... Er ist krank im Kopf. Gut. Ach, der Arme. Der Arme. Achso, die konfrontieren wir mal mit dem Betrug. Good evening. Loretta, your miraculous formula wouldn't even cure a common cold, and you know it. The Swanborough's cordial secret ingredient is hope, Doctor. And it's something people around here really need. A placebo effect is real and has benefit. But in your case, you could be murdering your customers, who may die because they are not receiving the necessary medical attention. Medical attention? In Whitechapel? Trust me, my cordial is the best option they have, since it is the only one. You're just a greedy hypocrite. Hypocrite? What about an eminent physician prowling these streets at night? I'm sure you have a personal agenda too, Doctor. Touché. So. Goodbye. Its effectiveness has been proven by many. Die Wirkung wurde von vielen bestätigt, erzählt ihr auch noch direkt weiter hinterher. Unfassbar, die Alte. So, Herr Dariusch, wo sind Sie denn? Klopfen wir mal an. Oder gehen wir direkt rein? Klopf, klopf. What? What do you want? Leave me alone. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. I'm looking for Nurse Dorothy Crane. There is no Dorothy Crane here. Now goodbye. I'm afraid this medical leaflet says the opposite, sir. Really? Well, I'm afraid I'm going to close this door right now. Als ob ich aber rein könnte. Someone else, Mr. Doctor. To enter that house, I must discover who this man really is. Maybe I could start by observing what he's up to. Was? Was stand da gerade? Ach, oh, jetzt hab ich weggeklickt. Das wollte ich gar nicht. Finde ich mal so drauf, was Darius im Schilde führt. Gut, wo finde ich denn jetzt Hinweise?
Vielleicht kann ich in den Hinterhof gehen. It's locked, all right. Da komme ich also nicht durch. In der Mülltonne haben wir Hinweise. Nee, auch nicht. Kann ich auch nicht da oben hochfliegen? Nee. Kann ich da hoch? Ich muss ja irgendwie da reinkommen. Aber ich muss die Leute befragen. Hier kann ich nur wieder anklopfen. Durchs Fenster gucken kann ich auch nicht. Oder lauschen oder so. Ach, irgendwie muss ich da rein. Ich schaue mich mal eben um, was hier noch so ist. Wenn ich hier einmal rumrenne. Oh. Zum nächsten Bezirk, glaube ich. Stufe 8. Mein Gott, ich will ihn noch umschubsen. Das geht gar nicht. Au. Ich wollte ihn nur umschubsen, um dann einmal zu gucken, ob ich ihn beißen kann. Nicht geklappt. Nächstes Mal mache ich ihn direkt fertig. Au, oh, hab ich angezündet. Jetzt kommen wir zu leveln, ist auch nicht verkehrt. Lol, ist der geflogen? Ich wollte nur gucken, was hier so abgeht. Ah, hier kann ich auch noch nicht lang, okay. Quarantäne. Ja, uns schadet das ja eigentlich nicht so viel. Ansteckende Krankheit. Und da können wir auch nicht lang. Ah, da geht's gar nicht mehr irgendwo hin. Vielleicht ja in der Erweiterung, wenn mal irgendwann eine kommt. Im DLC für 500 Euro oder so. Gibt's da vielleicht ein kleines Dörfchen dran gebaut? Mal gucken. Gut, also habe ich die Ecke ja jedenfalls auch schon mal angeguckt. Und festgestellt, dass hier nichts ist. Jetzt habe ich auch noch keine Hinweise. Ich finde das merkwürdig, dass ich hier nicht durchkomme irgendwie. Jetzt wirklich? It's locked. Ach nee. Ich dachte gerade, was auf einmal weiß war. Ich könnte mal hier einmal gucken. Wahrscheinlich ist das irgendwie so eine F-Lösung. Da stand ja auch gerade irgendwas. Wahrscheinlich habe ich irgendwas Blödes weggeklickt. Vielleicht muss ich voll stehen bleiben und einfach nur lauschen oder so. Bis der sich mit der Schwester unterhält oder so. Na komm her. Willst du tanzen? So. Dann tanz mit mir. Wo bin ich denn hier? Ich erkunde jetzt erstmal das Gebiet. Ich hoffe, es ist okay für euch. Was hier noch so drumherum ist. Werde ich wahrscheinlich früher oder später auch hin müssen. Die sind recht easy zu besiegen. Zack. Fertig. Das ist noch ein Schütze. Okay. Ich finde das schon ein bisschen interessant, hier gerade rumzulaufen. Dann töte ich einfach mal ein bisschen hier. So eine Kiste. Kiste. Was ist das? Ist das mit Giftgas oder was? Was ist das? Don't
Red's head! All of your bloody bitches need killing! Alter! Es wirkt irgendwie ekelhaft, wenn er da mit so einem Zeug rumschießt. Wahrscheinlich sind das irgendwie so kontaminierte oder hier so pure Grippeviren oder so, die auf mich schießen. Und wer ist hier? Was war da? Eine große Bestie, Stufe 10. Oh. Ah, komm, die nehmen wir direkt mit, die Bestie. Sind ja gerade gut im Kampfmodus. Ich heile mich mal eben hier. Zack. Blut abgezapft. Ist klar. Und fertig. Ach, guck mal, ey, wie easy die sind. Krieg ich alles fertig hier. Aber ich werde ja wahrscheinlich, muss ich hier noch gar nicht hin. Ist auch nochmal eine große Bestie da draußen. Stufe 12. Ist überall Blut. Blut, Blut, Blut. Kann ich noch hochgehen? Ja, ich glaube, hier muss ich noch gar nicht hin. Hier wird wahrscheinlich irgendwas sein, so storymäßig. Nebenquest. Was ist das? Ein abgenutztes Beil. Wow. Macht ja massig Damage. So, wo sind jetzt noch die letzte Bestie? Können die mal nach ihm platt? Ja, ist klar. Schön drauf gelandet, ey. Bam. Fertig. Na gut, dann geh ich mal wieder zu dem Haus. Hat sich ja gelohnt, hier hinzugehen. Cool. Ja, es gab immer ein bisschen Erfahrung. Na, so muss man das ja auch mal sehen. Und dann wissen wir jetzt auch, was hier ist. Da geht es irgendwie auch nicht weiter, ne? Hallo. Keiner ist da. Ich weiß gerade wirklich nicht, was ich machen soll. Gibt's ja, könnt ihr mir irgendwie helfen? In die Kommentare schreiben, was ich hier tun soll. Kann ich die Leute vielleicht fragen? Das ist jetzt noch eine Möglichkeit. Nee, geht nicht. Geht auch nicht. Goodbye. Hi. Good evening. Und? Nee, geht auch nicht. A gun? Geht auch nicht. Steht irgendwie bei den Quests, auf die wahrscheinlich auch noch finde heraus, was die macht, ne? Setze die Erdspritzerpressung ein Ende. Finde Hinweis darauf, was Darius Protescu im Schild führt. Das muss ja in dem roten Bereich sein hier. Könnte es noch hier einmal hochgehen oder so, aber hier ist, glaube ich, auch kein Weg. Nee. Das ist ja überragend. Dann mache ich jetzt Folgendes. Ich werde jetzt vor der Tür warten. Vielleicht erscheint da ja irgendwas. Irgendwie ist doch hier irgendwas. So. Das hier wird mir angezeigt.
Das ist das Haus und dahinter der Hinterhof. Aber die eine Tür ist zu und die hier war ja auch zu. Und da ist nämlich was Weißes eingezeichnet. Das heißt, ich muss da irgendwie rüberkommen. Kannst du sagen, was du willst? Ich kann hier nur keine Fähigkeiten einsetzen. Also ich kann hier nichts einsetzen. Ich kann hier weder hauen, noch fliegen, noch drücken. Er sagt mir ja auch nichts. Meine Fähigkeit kann ich gerade auch nicht nutzen. Hä, ich raff es gerade einfach nicht. So. Folgen wir mal dem Blut hier. Unbekannt. Unbekannt. Ach, guck mal. Die hatte ich noch nicht und hier könnte ich noch reingehen. Hello, young man. I'm Dr. Reed and I would like to... Sorry, no, sir. My father does not like people entering our house, you see. Lassen Sie mich rein. Your father is worried about you, boy. He asked me to look for you. So my father actually worries about me then. Ach so, ja, ist ja schnell überzeugt. Come on in. I'm Harry, by the way. Hi, Harry. Wir werden dich jetzt fressen. Erstmal plündern, ne? Haben wir gesagt, sobald wir irgendwo reinkommen, wird geplündert. Aber was cool, die da draußen, die können wir auch sehen, wie die sich hier unterhalten. Even my dreams are soaked with glue. Soll ich mit Harry reden? Was hat denn der? Ach, das ist erschöpft, der Arme. Ja, dagegen können wir ja eigentlich was machen. So, I'm not bothered. What could... Do you know Nurse Dorothy Crane? Yes, I know her. She came here to examine me when I was very sick. She said I should go out more. Lol. Ja, und? Wie fühlst du dich denn so? How do you feel? I'm fine. I mean, it's not easy every day. Dem zuzuhören ist auch einschläfernd. I'm just tired of being sick all the time. If only I could be tough, like. Mm. Speaking of which... My father is an idiot who makes idiot. Forgive my bluntness, young man. Why should I? I never wanted... So, was haben wir denn über ihn? Also, Harry ist in einer jämmerlichen Verfassung und häufig krank. Harry wollte von Anfang an nicht in Whitechapel leben. This place is awful. That's exactly what my father says. If life here is so terrible for you, why don't you just... I don't go outside. Okay. It terrifies me so. I went outside once without my father noticing and I saw terrible things. Vampire? Bloody and frightening things. So that's why you stay at home. I'm not afraid of disease or death, okay. Dr. Reed. It's the living I'm afraid of. Okay, dafür brauchen wir mehr Hinweise. Er ist erschöpft. Ja, dann können wir auf jeden Fall was herstellen gegen Erschöpfung. Dann können wir denen schon mal helfen. Wirkt ein wenig depressiv, der Mensch. So, was haben wir hier oben? It's locked. It's locked. Oder wir saugen ihn einfach aus. Ich natürlich auch. Ich will einfach mal aussaugen, ist auch gemein. Aber erst heilen wir ihn und dann saugen wir ihn aus. Oh, neues Sammelobjekt. Wenn Sie vermuten, dass jemand ein Vampir ist, versuchen Sie nicht, ihn zu töten. Sie haben keine Chance. Melden Sie sich lieber bei mir oder informieren Sie einen professionellen Vampirjäger. Diese Männer und Frauen sind selten, aber sie wissen, was man mit diesem bösartigen Wesen, wie man mit diesem bösartigen Wesen umgeht. Es scheint auch so, als würden einige von ihnen unter dem Namen Wache von Priven zusammenarbeiten. Diese paramilitärische Organisation hat sich der Ausmerzung aller Vampire in London verschrieben. Sie sind ihre Freunde, sie sind nicht allein. Es gibt Lösungen, seien Sie schlau. Verbreiten Sie die Kunde. Okay. Verbreiten wir mal die frohe Kunde. Ein Absagebrief. Sehr geehrter Mr. Peterson, es ist leider meine Pflicht, Sie darüber in Kenntnis zu setzen, dass wir Ihre Bewerbung für die Stelle in der Werft ablehnen müssen. Ich danke Ihnen dafür, dass Sie uns im Gespräch die Schwierigkeit Ihrer Lage mit Ihrem kranken Sohn und Ihrer verstorbenen Gattin erläutert haben. Es ist jedoch ein ausdrücklicher Teil unserer Firmenpolitik, keine ehemaligen Verbrecher oder Häftlinge anzustellen. Ihre unseligen Verbindungen zu den berüchtigten Wet Boot Boys werden ordnungsgemäß berücksichtigt. Dies sind schwere Zeiten, Sir, und Finch und Harper berücksichtigt zuerst jene Bewerber, die unseren flüchtigen Nachforschungen bei zukünftigen Mitarbeitern genügen. Sie haben tief von uns Mitgefühl und dann... Ja, alles klar, der Vater wurde abgelehnt, der Joe Peterson. It's locked, all right. Ha! Ich hab's offen.
Was hat denn für eine Quali von dem Blut her? 500 EP? Even my dreams are so ja. Dann haben wir noch hier die beiden, ne? Einmal hier den Joe, der Vater. Sprechen wir so mit dem Vater. Yo, Joe. Was geht? Excuse me, sir. Another journalist? Schöne Kamera-Posi. I'm not a journalist. A doctor, you say? Really? But still... I'm Joe Peterson, Sam. But Colossus Joker most. And I don't remember asking... Have you heard of a nurse named Dorothy Crane? She's a colleague of mine. And is supposed to live around here. Dorothy Crane. Yeah, I know her. Could you please tell me more about her? She's a nice girl. Tries to help the migrants. I offered to give her a hand, but she said my reputation would attract too much attention. May I ask what... I'll do whatever I want, and sometimes even more. Now sod off. According to you, physicians are scarce and not familiar with this neighborhood, are you? This part of town does have quite a reputation. Would you say it's justified? Totally. Look at me, for instance. I always look my opponent in the eye before knocking him out. Ganz schön taffer Typ, wa? Why do you keep on working for the gang, Joe? You know it doesn't suit you. It's true, I hate this job. And I know I made some bad choices, but I'm a wet boot boy now. People won't forget it. You could leave tomorrow. Start another life in another town. That's easy for you to say, Doctor. We are poor. My son's weak. And there's no way he'll endure it. Mute. Harry doesn't seem happy living. I've always put my son's interests above everything else. Whatever he may think. Our house is small but affordable. You really love your son, don't you? He's my pride and joy. Even... Since the criminal nature of your... No one will ever take my son away from me. If that ever occurred, I'd hunt the bastard down and rip off his head. Na gut, dann machen wir es so, dass wir den Jungen heilen und dann vielleicht hauen sie dann aus der Stadt ab, wenn es ihm besser geht. Aber zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Was ist mit dem hier? Welcome, sir. I'm Dr. Reed. Doctor? Interesting. I'm Barrett Lewis. Usually I don't have time to wait to talk, but at this hour of the night I can hardly refuse. Was hat denn der so? Right then. Entschuldigung, also Komponenten. Aber Fragen will ich noch. So, Dorothy Crane. Have you heard of a Nurse Crane? Not a bitch really. Beschuldigen Sie die Migranten? Yes. Those bloody immigrants should know their place, eh? Immer ein aktuelles Thema, wa? Better job than the lazy natives of this land. Dorothy Crane ain't even a real name. Something like Dorothea Craniu. Something like that. Came to England... That doesn't explain why she irritates you so much. Your precious Nurse Crane gives away medical... Ah, jetzt haben wir mal einen Hinweis über sie. Verteilt kostenlos Medizin. Ja, aber wusste man sich vorher schon. Hinweis. How is business? Geschäft, bla bla bla. What you mean? Achso, oh. Jetzt haben wir hier was Neues über den Barrett und den anderen. Der befindet sich in einer finanziellen Krise, da er von Joe erpresst wird. Aha, der Joe. Have you been? No, but that's only because I ran like hell. Violence is in. Yeah. Where did this? In the closed workshops near. Alles klar. Plunder und mehr an neue Untersuchungen. Goodbye for. You again? Ich wollte hier mal das. How did you become the local bully? There's no pride in roughing up poor bastards. But this is the only job I've found. A job? So you're racketeering for some. I got enlisted by the Wet Boot Boys, a gang from the docks. I'm their muscle for their dirty work. Dirty work. Könnte auch ein Titel sein von einem Songtext. You are a criminal who endorses criminal activity. The least you could do is stop hiding behind this prick. I don't care what you think, sir. I'll do what I have to do. I'm not sure Mr. Lewis would agree with your by all means necessary philosophy, sir. Oh, do you really think he's the poor victim here? Barrett can be as sneaky as anyone. Long ago, I even called the bastard my best friend. Aha. Goodbye. Das ist ja schon mal wieder was anderes, ne? Du warst also der beste Freund, Barrett Lewis.
Joe Peterson. He's the villain here, isn't he? I've known Joe for years. I saw him box. And no one has ever stood. Nobody would be fool enough to stand against a white boot boy. What can you tell me about Mr. Peterson? Colossus Joe was a decent boxer, good one even. But after his wife passed away, he found every excuse to stop training. Just wanted to pick fights with everyone. Without making excuses for him. We've all had some rough times, haven't we? But most of us don't use our fists to see us through. What do you know of Harry Peterson? Harry's a good boy, but he spends most of his time complaining. He's had it tough, all right, but he needs to grow up here. What troubles him exactly? Well, despite being his father's son, almost everything. Alles. Der Junge, alles. Okay. Goodbye. Das heißt, ich mach mal eben Folgendes, noch bevor die Aufnahme zu Ende ist, gehe ich nochmal kurz in unser kleines Zuhause und gebe dem Jungen so eine kleine Mixtur, damit er mal ein bisschen hier aus seinem Kämmerchen rauskommt, ne? Helfen wir dem mal. Damit er auf die Straße kommt und von Werwölfen und Vampiren gefressen wird. So, wo ist nochmal mein Haus? Es ist so geil, dass ich das nicht... Ah, da oben, ne? Hab's gefunden. Jetzt muss ich aber eigentlich da oben reinkommen. Ja. Was hat der Junge? Erschöpfung, ne? Ich glaube, Erschöpfung hat er. Kann ich aber gleich nochmal nachgucken in der Übersicht. Ach, RT kann ich auch noch schattenmäßig hier rumlaufen, ne? Ach, guck mal. Ach, cool. Ach, jetzt habe ich 60 Sekunden Cooldown. Ja, das ist lang. So, Jung, was hat er denn? Erstmal hier gucken. Das sind wir. Blut, Ausdauer, Leben. Bürgermenü. Der Junge, ist erschöpft. Okay, also gegen Erschöpfung. Nochmal Erschöpfung. Zweimal Erschöpfung, einmal Bronchitis. Erschöpfung. Und einmal Bronchitis, falls wir den einen Typen da begegnen. Ah, 8 Kalium Permanganat. Müssen wir eben gucken, ob wir was haben. Hä? Dieses Menü. Ob ich irgendwas hier verteilen kann. Kalium Permanganat. Nee. Da hätte ich 5 Stück von. Aus der Pillendose. Dann komm, machen wir das mal. Und dann machen wir das mal gegen die Bronchitis. So, der Doktor kommt, Leute, der Doktor kommt. Das ist ein kleiner Vampir-Doktor. Rattenblut ist nicht so wirksam oder wohlschmeckend wie sein menschliches Pendant. Wird aber deinen Blutbalken teilweise wieder auffüllen. Okay, danke, ihr lieben Ratten. Füllt mich mal wieder auf. So eine Ratte, warte. Die will ich noch eben essen. Die spawnen hier mal wieder neu. Das ist gut. Na komm. Oh, Errungenschaft freigeschaltet. Kammerjäger. Geil. Was das wohl bedeutet. So, mein Freund, du kriegst erstmal die volle Dröhnung hier. Good evening, Harry. Sure. Is there only pain and suffering in this world? So. So, I'm not Bob. Dein Vater suchte ehrliche Arbeit. Would it ease tensions? Can't say. Why is that? Sometimes I suspect it's me, Dr. Reed. Your father and Mr. Luke. I was young then. I don't remember. Have you tried speak? I don't go out often, but yes. But you are not. Am I not? Gut. Medizinische Untersuchung. Yes, I do. Medizin, bitte schön. You feel better with them. I'm not sure I'm happy with the idea of living. Bitte schön. So, den haben wir schon behandelt. Even my dreams are soaked with glue. Wer ist denn hier noch krank gewesen? Der ist.
Wer ist das denn überhaupt hier? Aber ist eh noch unbekannt. Der erholt sich gerade. Der ist gesund. Der hat die Migräne, die können wir nicht heilen. Den Darius haben wir noch nicht gefunden. Das ist der Typ, der da drin war. Und das ist der eine, der hinten umgeknickt liegt. Den holen wir auch mal eben hier hoch. Das mache ich noch und dann haben wir einen Cut für diese Aufnahme. Dann können wir frohen Mutes die neue beginnen. Andere Richtung war der. Was ist das denn? Ach, das ist die Tür, wo ich gerade noch nicht reinkomme, ne? Da links ist die alte, ne? Die ist gesund. 3 auf Mesmerize. Wie hoch sage ich mal meine Mesmerize-Stufe? Mal gucken. Nein! Ich wollte hochfliegen. Entschuldigung. Ich wollte nicht. Sorry. Da. Der ist erschöpft. Hallo. Der Doktor ist da. Gibt's irgendwas Neues über den? Nein. Do you need us, please? Bitte schön. There you go. Very funny. Goodbye. Alles klar. Gut. Haben wir das auch gemacht. Wir sind der liebe Doktor und dann in der nächsten Folge gehen wir weiter zu dem Darius. Und bis dahin sage ich auf Wiedersehen. Ciao, ciao.